Ja, hallo zusammen oder die übrig gebliebenen. Schön, euch einfach mal auch wieder hier oben mit was Leckerem zu essen im Abend zu sehen. Ich glaube, das war jetzt lang genug. Zu den Ergebnissen der Flyer-Frauen-Bundesliga am ersten Spieltag. Gestern war bereits die TSG Hoffenheim beim Eröffnungsspiel mit 2:1 den Sportclub aus Freiburg besiegt. Heute bereits um 13 Uhr schlug der Pokalsieger VfL Wolfsburg die Turbinen aus Potsdam mit 3:0. Bei uns haben wir heute ein spannendes und leidenschaftliches 1:1 gesehen. Und damit gebe ich auch schon direkt weiter an den Trainer des 1. FC Köln, Sascha Glass. Ihr Statement bitte. Ja, ich glaube, wir hatten ja jetzt schon ein paar Gespräche nach dem Spiel, Markus und ich auch, dass jeder auch ziemlich ähnlich gesehen hat, das Spiel. Ich denke, war ein sehr, sehr wildes Spiel, sehr zerfahren oft auch. Ich hätte mir von meiner Mannschaft in der ersten Halbzeit ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Kontrolle auch gewünscht. Ich denke gerade, dass wir mit dem Rücken zum Tor einige Bälle verloren haben. Wir haben schon die Räume gespielt, die wir auch bespielen wollten. Aber es war ab und zu einfach der Fall, dass wir den Ball zu leicht hergeschenkt haben, die Bälle nicht gesichert haben, Essen dann auch immer mal wieder ins Spiel gebracht haben. Ich glaube auch die ersten zwei, drei Torschüsse dann von Essen sind durch ein bisschen leichtsinnige Aktionen im Aufbau passiert von uns. Und das müssen wir vermeiden auch in den nächsten Spielen, weil es einfach weh tut. Wenn du mal ein Tor kriegst, weil es dein Essen schon rausspült, dann ist die eine Sache. Die andere Sache ist so ein bisschen, wenn du den Gegner dazu reinlässt. Aber insgesamt finde ich, wir haben uns in der zweiten Halbzeit sehr gut reingearbeitet wieder. Das war jetzt wieder seit langem unser erstes Pflichtspiel, wenn ich jetzt Pokalspiel ausnehme. Für beide Mannschaften freut mich, dass dann auch einige Zuschauer wieder hier waren. Das macht uns allen viel mehr Spaß dann. Wie gesagt, also du hast ja auch schon angesprochen, sehr leidenschaftlich auf beiden Seiten. Das Spiel hat so ein bisschen von Zweikämpfen erlebt und vom schnellen Spiel in die Tiefe, von Fehlern des Gegners. Ich denke, dass auf beiden Seiten dann zum Schluss noch was passieren kann und denke aber, dass es dann auch so in Ordnung wird. Ja, danke dazu. Dann vielleicht auch noch das Statement von unserem Trainer Markus Hübner. Vielleicht auch noch mal im Anschluss ein paar Worte an die Fans. Ja, erstmal mein Statement zum Spiel. Ich bin schon zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Ich denke, wir haben uns heute hier über 90 Minuten wirklich gut präsentiert. Gerade ja, die ersten 20 Minuten, 4 Torschüsse. Sascha hat es gerade gesagt. Wir haben dann immer wieder aus der Kampfzone heraus dann den Gegner zu Fehlern gezwungen und dann schnell nach vorne gespielt. Vielleicht hat in der einen oder anderen Situation so der letzte Pass, beziehungsweise wo wir besser hätten 2-3 Kontakte nehmen können und dann letztendlich mehr Klarheit in unser Spiel, beziehungsweise in die Konter reinzukriegen. Aber insgesamt war das okay. Gut, dann in der zweiten Halbzeit gehen wir nach einer Standardsituation 1-0 in Führung. Und dann waren wir, das muss ich schon heute bemängeln, da waren wir schon dann auch unsortiert. Da müssen wir einfach viel konzentrierter sein. Ob es jetzt ein Elfer war oder nicht, interessiert mich in dem Falle nicht. Das hat natürlich dann Köln auch mit der Klasse von der Scharrenbeck gut ausgenutzt. Sie sichert den Ball, sieht dann die Islacker, von hinten kommt dann Katapillich. Und wie gesagt, ob es jetzt ein Elfer war, egal, aber da müssen wir natürlich auch viel mehr Klarheit unserer Defensive haben. Da haben wir vielleicht noch zu viel gejubelt. Und schade, dass wir dann diese Führung nicht länger in unserem Spiel haben. Weil ich glaube, dann hätten wir gerade mit unseren schnellen Offensivspielerinnen, dann hätten wir den Raum gefunden und hätten dann schnelle Konter fahren können. Aber interessiert jetzt letztendlich nicht. Ich finde, wir haben uns gut präsentiert. Wir hatten eine gute Positionierung in unserem Spiel. Wir haben immer wieder dann über die Außen Druck entwickeln können. Wir hatten ein sauberes Passspiel. Wir haben vor allen Dingen dann auch im Gegenpressing, gerade Katapilic auf der 6 hat immer viele Bälle gewonnen. Also von daher, wenn man sieht, wir hatten heute in der Startformation 2 17-Jährige, 2 18-Jährige, dann ist das schon letztendlich à la Bonheur, wie die Mädels sich hier heute präsentiert haben, plus dann eine Miri Hilz mit ihren 16 Jahren, die dann eingewechselt wird, noch zum Schluss. Also von daher, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Wir brauchen für unser Spiel gerade die jungen Spieler dann auch Sicherheit. Wir brauchen Ergebnisse und ich glaube, das ist heute hier ein guter Startschuss in die neue Saison. Ganz klar, Sascha hat es gerade gesagt, mit Zuschauern, auch das habe ich den Mädels mitgegeben vor dem Spiel, beziehungsweise dann in der Halbzeit. Der entscheidende Punkt ist, dass wir wirklich diese Ausstrahlung haben und dann auch noch Wege gehen, die wehtun und dann unterstützt uns das Publikum. Dann haben wir das Publikum auf der Seite. Deswegen auch nochmal von dieser Stelle
ja, ein herzliches Dank. Die haben uns wirklich super unterstützt und dann hoffe ich, dass sie dann auch im nächsten Spiel alle wiederkommen, vielleicht sogar noch die ein oder anderen mehr Zuschauer. Und von daher kann ich ein Häkchen unter dieses Spiel machen, weil Köln, ich habe es ja beobachtet in der Vorbereitung bei dem Spiel gegen Twente, wo sie 1-3 zurücklagen. Köln kommt immer wieder auch mit Standardsituationen zurück, deswegen kann ich heute mit dem Punkt gehen. Danke. Ja, und zum Abschluss noch mal ein paar weitere Infos rund um die SGS. Denn das Spiel Essen gegen Köln hat heute schon mal stattgefunden. Heute Mittag um 14 Uhr spielten die beiden U17-Teams in der B-Union Bundesliga Südwest-West gegeneinander. Auch hier teilte man sich freundschaftlicherweise die Punkte. Da gab es aber keine Tore, 0-0. Und wer noch immer richtig Bock hat an diesem Wochenende auf Fußball, der ist herzlich eingeladen, die U20 morgen beim Saisonauftakt gegen Mörs zu unterstützen. Dort ist Anschluss um 15 Uhr an der Abelhütte. Mit dem nächsten Heimspiel geht es weiter am Sonntag, den 12.09. um 16 Uhr. Da ist dann die TSG Hoffenheim zu Gast. Wir wünschen euch alle einen schönen Tag. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.